Ich bin Ashtasharan. Die Energie meines Lichtes und meines Lichtschiffes hüllt dich bereits ein, und so richte ich den himmlischen Gruß von Omartasat zu dir. Alles, was du heute wahrnimmst, sind Orte oder Wege, welche du bereits kennst. Denn deine Seele kennt das Ashtaschiff. Und so freue ich mich sehr, dass du heute bewusst die Reise zu mir machen wirst. Fühle noch einmal ganz tief die Energie von Ashtasharan und meinem Schiff. Ich führe dich zuerst durch den Park, denn dort gibt es Bänke, wo oftmals lichte Wesen sitzen, um sich auszuruhen und zu entspannen. Es gibt dort auch Bänke des Wissens, denn sobald du dich auf so eine Bank setzt und vielleicht ein energetisches Buch bei dir hast, wird dies durch die Energie der Bank aktiviert und du nimmst wie von ganz allein neues Wissen auf. Und da wir gerade beim Wissen aufnehmen sind, führt dich Ashtasharan direkt in die Ebene der neuen Technologien. Dort findest du sehr hohe lichte Wesen. Sie bauen und konstruieren neuartige Geräte. Würdest du in deiner Sprache sagen, schaue dich um. Hier gibt es auch Apparate für das himmlische Orchester, für die himmlischen Töne. Und es gibt besondere Konstruktionen für Lichtschiffe. Und es gibt auch Konstruktionen, welche Energie erzeugen, was für dich auf der Erde sehr interessant wäre. Oder es gibt Konstrukte, welche mit Sonnenenergie arbeiten. Vielleicht wird so ein Gerät auf der Erde entstehen oder etwas ganz Neuartiges zur Fortbewegung. Dann weißt du jetzt, dass die Vorlagen von meinen lichten Wesen auf meinem Lichtschiff kommen. Es gibt auch einen ganz besonderen Ort, da wo ich
das Schiff führe. Es ist ein ganz besonderer Raum. Dort kannst du dich auf einen ganz bequemen Stuhl setzen und oben durch die Decke in das Universum hineinblicken. Denn wenn ich zwischen den Planeten hin und her fliege, kannst du ganz in Ruhe die Milchstraße betrachten, wenn ich an der Venus vorbeifliege. All dies und noch mehr kannst du dort beobachten. Ich mache einen kleinen Rundgang mit dir, damit du ungefähr weißt, was du alles bei mir auf meinem Schiff erleben kannst. Es gibt auch eine Ebene des Wissens und der Schulungen. Dort werden Menschen von uns geschult und mit neuem Wissen informiert, damit sie neues Wachstum für die Erde bringen können und damit die Menschen erkennen können, dass es immer noch mehr Wissen gibt. Und so öffnet sich ein neuer Horizont und eine Dimension nach der anderen. Öffne dich dafür, denn hier gibt es auch eine bequeme Liege, auf welcher du Platz nehmen kannst. Und sobald du darauf liegst, beginnen wir, die lichten Wesen, Schulungen des Wissens, in dir vorzunehmen. Dann gibt es auch eine kreative Ebene. Diese Ebene ist sehr beliebt, denn dort bekommen die Menschen, welche zu uns reisen, kreative Ideen für neue Produkte, Ideen, um das Leben zu erleichtern und zu verschönern. Diese Ebene ist so vielfältig, wie du es dir kaum vorstellen kannst. Es beginnt bei den Düften, Farben, Schwingungen der Liebe, Tönen. Fühle diese Energien und lasse dich inspirieren. Hier entstehen neue Bilder. Hier entstehen neue Bücher. Hier wird alles neu gemacht. Dann gibt es eine Ebene der Heilung. Diese Ebene ist auch sehr beliebt. Denn hierher kommen Menschen, welche sich sehr viel Heilung erwünschen. Heilung auf allen Ebenen, um in die göttliche Ordnung zu kommen. Dort gibt es Kammern, wo du neue Heilmethoden erlernen kannst oder dich selbst heilen lassen kannst. Fühle jetzt auch diese Energien. Dann gibt es eine weitere Ebene. Der Lebensfreude und Glückseligkeit.
Diese Ebene lässt deiner Seele Flügel wachsen. Sie bringt Ausgleich in deinem System. Und du spürst hier ganz besonders die Glückseligkeit der Wirklichkeit. Spüre nun auch diese Energie. Und nun lade ich dich in mein Cockpit ein, damit du einmal siehst, wie es ist, wenn Ashtasharan wirkt. So stehe ich an der höchsten Stelle auf meinem Schiff, dort, wo ich alles wahrnehmen kann, wo ich die Strukturen im Großen und Kleinen erkenne, richte und ausgleiche, ordne und in Balance halte. Genieße diese Energie, denn sie trägt die bedingungslose Liebe aus der Quelle. Und wenn ich dich jetzt so betrachte, dann sehe ich, dass du so viel Neues aufgenommen hast und viele Inspirationen bekommen hast. Aber du weißt sicherlich, dass es noch mehr Ebenen gibt, die ich dir heute noch nicht vorgestellt habe. Aber wenn du möchtest, gebe ich dir einen Sternenbegleiter. Ich gebe dir Osin. Er wird dich dorthin begleiten, wo du gerne hin möchtest. Und so gebe ich dir jetzt ein wenig Zeit, um mit ihm auszuprobieren, was es noch alles bei mir hier zu entdecken gibt. Vielleicht magst du gar nicht mehr nach Hause in deine Dimension zurückkehren, denn hier bei mir ist es so sehr interessant. In diesem Fall möchte ich dir versprechen, dass du sehr willkommen bist. Und dass du jedes Mal, wenn du wiederkommst, mit Osin, deinem Begleiter, dich frei bewegen darfst auf meinem Schiff. Und nun lasse dich von Osin zum Sternentor bringen. Und ich werde mich von dir, bevor du durch das Sternentor zurückgehst,
liebevoll von dir verabschieden, denn du wirst von deinen Engeln wieder in deine Dimension zurückgebracht. Und so sage ich dir voller Liebe zum Abschied an Anna Schaff.